Etwas salopp könnte man formulieren, seit gestern erleben wir einen Tsunami aus Japan, der für die Finanzmärkte große Bedeutung hat. Erstens für die Anleihemärkte, wir sehen steigende Renditen. Zweitens für die Devisenmärkte, wir sehen eine Aufwertung des Yen, eine Aufwertung des Dollar, vor allem nach den gestrigen BIP-Zahlen. Und wir sehen auch, dass die Aktienmärkte davon betroffen sind, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zunächst mal an das, was gestern passiert ist. Und das Highlight waren viel besser als erwartete US-Konjunkturdaten. Das BIP mit 2,4% deutlich über der Erwartung. Es geschehen Wunder in der Biden-Administration. Statistikerfassung, aber sei es drum, wir hatten auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter stark. Die Erstanträge besser, weil niedriger als erwartet, und zunächst mal die Aktienmärkte darüber sehr erfreut. Soft Landing, gar kein Landing, Nirvana, Goldilocks-Szenario, so hat man sich gedacht. Aber die Renditen sind gestiegen, und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, diese 4%-Marke bei der Rendite der 10-jährigen US-Anleihe, die ist sehr, sehr wichtig. Aber warum sind die BIP-Zahlen gut? Wahrscheinlich, weil es schlichtweg so ist, dass der Aktienmarkt die Wirtschaft führt und nicht die Wirtschaft den Aktienmarkt führt. Und wir haben ja jetzt eine heftige Rallye gesehen, und das hebt die Stimmung. Wir sehen Aktieneinbrüche vor jeder Rezession. Warum? Weil dann die Stimmung sich verschlechtert. Die Stimmung schafft dann selbsterfüllende Fakten. Also wenn wir eine Hosse sehen, dann könnte man sagen, dann geht es der Wirtschaft besser im Gefolge auch dieser Hosse. Das gilt gerade auch für die Amerikaner, die ja null Sparvolumen haben, und das, was sie an Vermögen haben, das haben sie an Aktien. Das heißt, wer hier auf dem Papier reicher ist, der konsumiert mehr. Jetzt schreiben manche, ja, dann kaufe ich mehr bei Lidl ein. Ist doch Quatsch, das ist natürlich Unsinn. Sondern man macht dann Anschaffungen wie eine neue Waschmaschine, das könnten wir doch mal jetzt machen. Läuft doch alles gut, kaufen wir uns doch mal jetzt den neuesten Fernseher. Da kaufen wir uns doch mal das, was so ein bisschen höherpreisiger ist, was wir uns sonst vielleicht nicht leisten würden. Und so sehen wir, dass die Dinge eben hier nach oben gehen. Zunächst mal, ich denke nicht, dass das von Dauer sein wird, aber wir sehen eben auch, dass die Rendite nach oben gehen, und viele spricht dafür, dass dieser Anstieg der Renditen weitergehen wird, und wahrscheinlich ist eben dieses Überschreiten der neuralgischen Marke von 4% sehr, sehr wichtig. Wir haben gestern den größten Anstieg gesehen der Renditen in dem bisherigen Jahr, und hier sehen wir mal den Chart dieser 10-jährigen Rendite. Da hatten wir ja diesen Abwärtstrend, darüber sind wir zunächst mal ausgebrochen, dann ging es wieder nach unten mit der Rendite auf das Ausbruchsniveau, und jetzt der nächste heftige Move nach oben, der im Grunde diesen Bruch des Abwärtstrends bestätigt. Daher kann man aus meiner Sicht durchaus sagen, dass hier ein Ausbruch jetzt wirklich gelungen ist. Gucken wir uns mal den Vergleich an zwischen diesen Renditen und dem Nasdaq, Triple Q gegen TLT. Und hier sehen wir, diese Differenz ist gigantisch groß. Normalerweise laufen die parallel, ergo steigende Renditen nicht gut für Tech-Werte, fallende Renditen gut für Tech-Werte. Jetzt sind die Renditen tendenziell gestiegen in letzter Zeit. Den Nasdaq hat es nicht interessiert, aber irgendwann kommen die Dinge wieder auf ein Normalmaß zurück, auch wenn sie vorher extrem waren. Wir sehen infolge der starken Daten dann schon eine Rallye im Dollar-Index, der massiv nach oben gegangen ist. Der Euro kollabiert geradezu gestern von 1,1150 auf deutlich unter die 1,10er Marke. Macht Sinn, denn der Euro ist substanziell schwach, eben aufgrund der schwachen Wirtschaft hier in Europa, vor allem auch aus Deutschland. Wir hatten also schon den Trend steigender Renditen, steigender Dollar, eben durch diese Zahlen aus den USA. Und dann kam gestern Nachmittag diese Meldung von Nikkei, Bank of Japan, to discuss yield curve control, tweak to allow rates over 0.5%. Also heißt nichts anderes, die Japaner, die kontrollieren ja die Renditen. Die haben bisher gesagt, wenn die 10-jährige Anleiherendite bei 0,5% ist, dann ist Schluss im Karton. Dann kaufen wir so viele Anleihen, bis diese Rendite nicht über diese 0,5% steigt. Jetzt hat man aber in Japan das Problem einer gar nicht unerheblichen Inflation. Die ist nämlich auch bei 4%, knapp über 4%. Wir haben heute die neuen Verbraucherpreise auch aus Tokio bekommen. Core CPI, also Kernrate zum Vormonat 0,575. Das ist eine Menge Holz. Das ist der höchste Wert. Das ist einer der höchsten, ich glaube der zweitgrößte Wert seit über 30 Jahren.
Also die Japaner haben auch ein bisschen was Inflation. Und wir sehen zunächst mal, wie gestern dann die Future-Märkte, wie gestern dann die Aktienmärkte negativ reagiert hatten. Wir hatten ja im Gefolge der Facebook-Zahlen massive Rallye, Aufwärtsgap, neues Hoch beim S&P 500, über 4.600 Punkten. Und dann dieser Move nach unten, der schon ziemlich heftig war. Also warum macht die Bank of Japan das? Naja, man will so einen Mittelweg gehen. Man sieht, die Inflation ist ein Problem. Die Bank of Japan ist ja die einzige Notenbank, westliche oder vermeintlich westliche Notenbank der Welt, die weiter dieser alten Nullzinsgeldpolitik, expansiven Geldpolitik festhält. Jetzt hat man gesagt, okay, wir sagen nicht mehr bei 0,5% ist Schluss, sondern die kann vielleicht über 0,5% steigen, die Rendite der 10-jährigen Anleihe, bis maximal 1,0%. Dann aber werden wir massiv kaufen. Und das Ganze ist so nach diesem Motto von Alexander Kluge: In Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod. Und genau das passiert jetzt der Bank of Japan, denn sie hat sich angesichts dieser Inflation genötigt gesehen und angesichts der Taten anderer Notenbanken irgendwie etwas zu machen. Aber das ist halbherzig, das wird nichts bringen. Das wird auf die Dauer letztendlich nicht helfen. Es ist so eine halbgare Maßnahme. Wir machen ein bisschen was, bevor wir gar nichts machen, ohne das eigentliche Problem zu adressieren. Dementsprechend sehen wir, dass die Renditen hier steigen für japanische Anleihen. Und das hat dann weltweite Implikationen für die Anleihemärkte. Warum? Japan ist erstens der zweitgrößte Anleihemarkt der Welt und zweitens eben der größte ausländische Anleihehalter von US-Staatsanleihen. Damit werden US-Staatsanleihen in Relation zu japanischen Staatsanleihen etwas uninteressanter, wie Jim Bianco hier formuliert. Und gestern eben dann auch noch diese starken Zahlen, die Renditen nach oben treiben aus der US-Wirtschaft, was eben bedeutet, dass dann die Dinge eben so sind, dass die Fed natürlich nicht die Zinsen senken kann, sondern vielleicht sogar noch ein oder sogar mehrere Male anheben muss. Und wenn wir nochmal zurückkehren zur Bank of Japan, wir hatten ja bereits im Dezember, da hat man ja von diese Yield Curve Control von 0,0% auf 0,5% angehoben, jetzt auf 1,0%. Und letztendlich könnte das dazu führen, dass die Bank of Japan eben auch, um den Yen weiter zu stützen, amerikanische Staatsanleihen verkauft. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich ein Riesenproblem ist, dieser Anstieg der Renditen, den wir jetzt erleben, aufgrund der massiven Verschuldung. Gerade die Japaner sind ja so verschuldet, dass es schon Booms, die zweite wichtige Komponente ist der Devisenmarkt, denn bisher war ein Carry Trade sehr beliebt, den ich auch sehr gerne gemacht habe in den letzten Jahren und Monaten, nämlich der Yen unverzinst, aber woanders gibt es fette Verzinsungen. USA zinsen jetzt über 5%, in Europa gehen sie in Richtung 4%, beim Yen 0%. Das heißt, wenn ich den Yen shorte, Dollar-Yen oder Euro-Yen, dann bekomme ich zum Beispiel im Devisenmarkt über Nacht ziemlich saftige Zinsen oder wenn ich das mit anderen Instrumenten mache. Also hat man sich praktisch für Nullzinsen Yen geborgt und das irgendwo reingepackt, wo es eben schöne Zinsen gab. Dieser sogenannte Carry Trade, der ist jetzt schwieriger geworden oder wird ein bisschen schwieriger, was dazu führen kann, dass eben dann Japaner auch Auslandsinvestitionen wieder repatriieren. Aber insgesamt, wie Diego Fasnacht hier richtig zeigt, ist Japan eigentlich das Musterbeispiel für dieses Scheitern der Modern Monetary Theory, denn man hat ja gesagt, naja, ein Land kann sich doch unbegrenzt verschulden in der eigenen Währung, das ist die MMT-Theorie, wenn du dann Inflation hast, dann hebst du eben die Steuern an, als würde man das machen können. Das ist immer sehr unpopulär und wird nicht funktionieren. Jedenfalls sehen wir, dass die Japaner natürlich jetzt in einer extrem blöden Situation sind und jetzt versuchen, eine weitere Währungsabwertung zu verhindern, eine Entwertung, und gleichzeitig nicht zu hohe Zinsen bieten zu müssen aufgrund der enormen Schuldenlast. Und das ist dieser Mix. Man versucht jetzt so den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, der allerdings wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Kommen wir nochmal zu dem Geschehen an den Märkten gestern. Hier sehen wir zunächst mal diese Freude beim S&P 500 und dann dieses Booms nach unten,
Jetzt sehen wir eine Erholung. Wir haben es nicht geschafft, beim Dow Jones den 14. Handelstag in Folge positiv zu sein. Gestern 0,67% ging es nach unten. Das war schon ein ziemlich dickes Reversal, was wir da gesehen haben. Der WIX 9,25% nach oben. Und der S&P 500 mit einem sogenannten Bearish Engulfing, also neues Hoch gemacht. Und dann allerdings mit dieser unschönen Kerze eben ein Reversal gezaubert. Relativ klassisches Muster und das in einer Situation, wo jetzt die Vermögensverwalter, die aktiver sind, all in sind. Wir sind bei einer Leverage von über 100%, das heißt, die sind sogar gehebelt jetzt auf der Long-Seite drin. Im Oktober waren 20% Investitionsquote, jetzt sind wir, wo die Aktienmärkte extrem hoch sind, bei über 100%. Also jetzt ist wirklich jeder drin und kurzfristig kann das nochmal funktionieren, denn wir sind hier mit einer positiven Divergenz ausgestattet, etwa im Nasdaq. Das gilt auch für andere Indizes, sodass heute mit einer zunächst mal mit einer Gegenreaktion zu rechnen ist. Aber für nächste Woche bin ich da wieder skeptischer. Hier sehen wir mal, womit sich diese Gegenreaktion begründen könnte. Nämlich die Wall Street feiert ja gerne dieselbe Party fünfmal. Jetzt hatten wir ja schon vor gut zwei Wochen die Inflationsdaten aus dem Juni-Headline-CPI. Und wahrscheinlich wird PCE eben auch niedriger ausfallen als erwartet. Dann wird die Wall Street sagen, guckst du, die Zahlen sind ja niedriger als erwartet. Wer hätte damit rechnen können? Dementsprechend ist da vielleicht das Potenzial hier für eine Überraschung nach unten bei den heutigen Daten. 3,1% zum Vormonat in der Headline. Die PCE-Daten erwartet vielleicht als Rallye-Begründung. Daten auch aus Deutschland heute. BIP, nachdem wir ja zwei Quartale in Folge negativ sind, soll das BIP jetzt, heute die Veröffentlichung, um 0,1% steige wieder. Mal gucken, ob das passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Wir bekommen 14 Uhr die Verbraucherpreise, die harmonisierten. Es gab schon Daten aus Nordrhein-Westfalen, da kommt ja ein Bundesland nach dem anderen. Die waren niedriger als erwartet. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch die Daten niedriger ausfallen werden aus Deutschland, ähnlich wie das BIP. Wir sehen, dass jetzt die Preiserwartungen der Unternehmen das erste Mal seit Oktober 2022 nicht mehr gefallen sind, sondern leicht gestiegen sind. Das heißt, wir hatten jetzt schon Druck auch bei den Unternehmen, die jetzt die Preise nicht mehr so anheben konnten. Aber insgesamt ist es so, dass wir wieder der kranke Mann Europas sind. Schauen wir uns mal die Business Sentiment Indizes an und vergleichen das mit Frankreich und Italien. Und da sind wir mit Abstand das Schlusslicht. Das reflektiert sich dann im Fußball bei unserer Nationalmannschaft. Das sind so gesellschaftliche Erscheinungen, die wiederholen sich. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Was hat es da mit Japan da auf sich, was ich hier kryptisch Ihnen versuche zu erzählen? Japan lockert Renditekontrolle. Uedas, der neue Notenbankchef. Erste Überraschung, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Ja, aber wie sieht es eigentlich mit der DAX? Party nach Zinserhöhung, ein wenig paradox, aber wahr. Was passiert da? Was ist da los? Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. China versucht jetzt aufgrund der miserablen Daten eine Schamoffensive und man tut aber nichts wirklich für die westlichen Unternehmen, die Angst haben müssen hier aufgrund von Spionagegesetzen etc. Also auch das sehr, sehr interessant. Diese drei Empfehlungen, 14:30 PCE, da mal reinschauen bei Finanzmarktwelt und natürlich dann heute Abend das Marktgeflüster. Servus, ciao.